Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum Hotel Renovator, meine Damen und Herren. Ja, recht herzlich willkommen. Es geht wieder weiter hier in Le Bruch Boudet. In der letzten Folge haben wir hier das Vorzimmer fertig gebaut. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Sieht auf jeden Fall recht schick aus, sehr pompös. Mit dem Boden habt ihr gesagt, jo, ist ganz gut. Die Geldbörse, lasst sie einfach. Hier haben wir nochmal so einen kleinen, hier so einen Duschbereich, mit ein paar Handtüchern. Ist, denke ich mal, sehr einfach eingerichtet, aber der Sparbereich ist auf jeden Fall bald fertig. So, das können wir nicht reparieren, weil wir erst den Pool reparieren müssen. Und damit wir den Pool reparieren müssen, müssen wir erstmal die Terrasse reparieren. Habe ich richtig verstanden, glaube ich, ne? So, das heißt, wir müssen hier erstmal die ganzen Verkleidungsarbeiten machen und den Spaß hier einrichten. Den Pool können wir auch noch nicht reparieren, ne? Nö. Das heißt, wir müssen erst die Terrassenfunktion fertig schalten. Ach, Leute, das ist einfach so wild, ne? Bedeutet, wir müssen hier Boden machen. Steinkacheln, würde ich jetzt sagen. Ich würde das auch in der gleichen Optik hier so lassen, weil ich finde das mit diesem Marmor recht schick. Ich mag das. Das heißt, das machen wir einmal komplett, weil, ich erkläre euch auch gleich warum, damit das schön stimmig ist. So, jetzt haben wir den Spaß gleich fertig. Mit einem richtig schönen Ausblick hier. Und dann gucken wir mal, was der jetzt hier gleich sagt, ne? 75%, 95, 99. Und fertig. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf der Terrasse quasi Sachen hinstellen. Da haben wir, glaube ich, für den Außenbereich eine spezielle Rubrik, ne? Oder vertue ich mich da jetzt? Hier. Terrasse. So, wir haben Stühle. Was haben wir denn noch alles hier? Stühle. Liegestühle. Ach, guck mal hier. Leute, es ist ja Wahnsinn. 20 Elemente müssen wir ja auf jeden Fall hinpacken. Wir haben Tische. Hier so kleine Stühle. Picknicktische. Sofa-Seats. Ach du Heiland, Leute. Guck mal hier, da kannst du ja richtig schön eine Lounge basteln. Wir spulen mal kurz die Zeit ein bisschen vor auf den nächsten Tag. Weil da wird es nämlich hell, das sieht da ein bisschen besser aus. Wir haben immer noch genug Einnahmen. Und ihr habt gesagt, wir sollen trotzdem, obwohl wir den Staubsauger haben, immer noch mal ab und zu mal reingucken, ne? So, dann haben wir das. Es wird langsam hell hier. Und es fängt an zu regnen. Das ist natürlich toll, ne? Wenn es anfängt zu regnen, macht natürlich super Sinn. Guck mal, Bademeister-Ding hier. Das heißt, hier ist schon mal der Bademeisterstuhl, ne? Uch, Hilfe. Nein, ich will das nicht. Was habe ich jetzt gemacht? So, wir gehen nochmal rein hier. So, hier kommt der Bademeisterstuhl hin, ne? Der muss nämlich auf den Pool aufpassen, ne? Ganz wichtig. Und richtig. So, natürlich hat er hier auch... können wir das hier nicht draufpacken? Schade eigentlich. Das lassen wir erstmal hier liegen. Das können wir nachher irgendwo draufstellen. Und dann haben wir hier diverse Stühle, Sitzbänke und so weiter. Also ich würde ja sagen, dass wir hier so eine Art Liegebereich machen. Immer so mit Abständen und dann so kleine Tische noch hinpacken, ne? Jupp, hier kommen die ganzen Sonnenliegen hin. Die beim Regen natürlich auch gut zur Geltung kommen. Ich gar nicht. So, hier kommen auch Liegebereiche hin. Und den Rest machen wir dann später. Nämlich hier kommt dann so eine Art Lounge-Bereich. Beziehungsweise, hier könnten wir eigentlich auch noch die... Nee, da machen wir was anderes. Gut, jetzt brauchen wir so kleine Beistelltische. Ich guck mal kurz. Hier so kleine Tischchen. Eins. Zwei. Sehr schön. Damit die Leute nämlich auch ihre Getränke dort draufstellen können. Ne? Ist natürlich wichtig. So, hier, guck mal, wir können jetzt den Pool reparieren. Ah, ich bin noch nicht fertig, ne? Wir machen das noch schick. Klar könnten wir jetzt sagen, okay, komm, wir machen den Pool jetzt ready, aber sehe ich jetzt aktuell noch nicht.
hier schon mal soweit alles fertig, ne? Sehr gut. Mal weiter. Was ist das denn? Karma? Karma ist... Keine Ahnung, was das ist. So, wir brauchen mal so einen Art Lounge-Bereich hier. Hier, guck mal. Das heißt hier... Es ist nicht überdacht, ne? Hier kommt so ein kleiner Lounge-Bereich. Oder so ein etwas größerer. Die Sache ist jetzt die. Warum kann ich das jetzt hier nicht bauen? Warte mal. Können wir das noch ein Stückchen weiter in die Ecke packen? Das wäre natürlich schön. Einmal. So. Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein paar Tische hier. Ein paar schicke Tische. Ich guck mal kurz. Sowas hier. So, in der Mitte. Zack. Es ist halt nicht überdacht, ne? Finde ich halt echt schade. Hier können wir auch nochmal so eine kleine Sitzecke machen. Aber nur ein kleiner Sitzbereich. Den können wir mal... Ja, es ist schwierig mit dem Tisch jetzt hier, ne? Einen Tisch. Da komm, machen wir da den Tisch hin. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut. So, was haben wir denn noch alles hier? Wir haben hier noch Sofas. Was haben wir denn noch hier? Ja, die Lounge gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Aber wir könnten jetzt hier noch hier so eine Bank hinstellen. Einmal. Da vielleicht auch nochmal. Dann, was haben wir denn noch alles hier? Ja, diese Sofa, weiß nicht, die sehen zwar ganz cool aus, aber gefallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Eine Sauna-Nackenstütze. Ein Handtuch. Ein Bademeister-Ding hier. Oh, nicht schlecht. Warte mal, können wir den Pool jetzt reparieren? Nee. Terrasse fertiggestellt. Was wäre... Ach, die Dekos fehlen noch. Lull. Dekorative Designs. Dann machen wir das erst und dann können wir immer noch ein bisschen ausbessern. So, zu dekorativen Designs. Wo waren diese Stützen hier? Eins. Zwei. Das kann man nämlich richtig schön hier reinbauen, ne? Upp. Dann haben wir hier noch hier so kleine Büsten, die wir hier noch bauen können. Die will ich hier an den Ecken bauen. Und dann da Statuen draufstellen, ne? Das wäre so meine Idee. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Die Frage ist... Wenn wir dann den ganzen Spaß hier fertig machen, ob sich das überhaupt lohnt. So, jetzt brauchen wir nicht die Säulen, sondern wir brauchen irgendwas, was wir da draufstellen können, ne? Guck mal, den zum Beispiel können wir draufstellen hier. Sehr gut. Haben wir noch eine Büste? Wir hätten ja mehrere davon, ne? Die finde ich halt ihn hier. Oh, da steht aber alles andere als mittig. Der war auch nicht, ne? Ne, warte. Dass sie immer noch kein Rastermodell haben, ne? Finde ich halt sehr, sehr schlecht. So. Hier hin. Und dieser Kopf hier, ne? Es ist halt einfach jetzt, ja, irgendwas hingestellt, ne? Ob das jetzt passt, weiß ich nicht. Gut, dann brauchen wir ein paar Pflanzen.
Am besten große Pflanzen können wir hinbauen, ne? Wir hatten doch die großen... Ah, ja, guck mal, die hier. Aber selbst die können wir hier nicht in die Ecke stellen. Alle. Wisst ihr, wie ich meine? Ein bisschen komisch, ne? Ach komm, stellen wir es mal hier hin. Da vielleicht mal eine hin. Ein paar andere Pflanzen noch. Ja, die Palme geht da auch nicht hin, weil da irgendwie... Haben wir nicht noch was Größeres hier? Doch, ne? Das geht doch. So, 4. Dann machen wir hier am Sitzbereich nochmal ein bisschen was. Ne, das passt da nicht hin. Schade. Aber hier können wir noch eine hinpacken. Und vielleicht hier oben. Ah, hier oben drauf glaube ich nicht so gut. Aber wir können eine links, eine rechts. So, brauchen wir trotzdem noch eine, ne? Eine brauchen wir noch. Können wir hier noch eine hinbauen, ne? So, zack. Und dann brauchen wir noch Lampen. Die Lampen würde ich aber trotzdem wieder hier diese Außenfassade... Also, wobei, wir könnten die hier nehmen. Warte mal, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Alright, Terrace looks much better and we can take care of the pool now. So, jetzt können wir uns um den Pool noch kümmern. So, guck mal, den haben wir jetzt richtig schön renoviert. Just how I imagined it. Sehr schön. Und müssen halt auch noch die Sauna fertig machen. Na, guck mal, da kommt Wasser rein. Also, ich finde das jetzt richtig hübsch, oder? Was sagt ihr? Aber hier können wir noch ein bisschen was hinstellen, ne? So ein paar Sitze. Kann ich jetzt eigentlich hier das Ding hier oben drauf packen? Nein, kann ich nicht. Was kosten die Verbesserungen? 100.000. Oh, ist ein bisschen teuer. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Aber hier ist noch ein bisschen leer, ne? Also hier könnten wir noch was machen. Ich würde sagen, wir machen da noch mal ein bisschen... wo war das denn jetzt hier? Die Kategorie draußen war das hier, ne? Dachterrasse. Da könnten wir noch... Ah, guck mal, hier die Stühle. 1, 2, 3, 4, ja. Und hier auch nochmal. Dann haben wir auch nochmal ein paar Stühle, ne? Sehr schön. Gut, guck mal, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, dass, also ich würde mich da wohlfühlen in diesem Bereich, ne? Also ich würde mich da super wohlfühlen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Sauna reparieren. Dann haben wir, glaube ich, alles fertig, ne? Lass mal gucken. So, der Fahrstuhl muss auf jeden Fall noch repariert werden. Der ist auch noch nicht fertig. So, was kostet das hier? Das kostet gar nichts. Gut. Sauna ist auch fertig. Sehr schön. Geh zuerst hinein und probiere sie aus. Collect a special item. Wir machen mal zu hier. F, guten Morgen. Ich war schon viel zu lange nicht mehr in dieser schönen Stadt. Ich hoffe, ein größtes Apartment im obersten Stockwerk ist doch frei. Ja, wir gucken mal später. Ach, das Penthouse müssen wir auch noch machen, ne? Das ist auf jeden Fall auch noch mal was. So. Verbessern. Collect special item. Auf der Terrasse. Ah. You better use some of the most luxurious furniture here. So, wir müssen irgendwas sammeln. Hier ist es im Wasser. Auch schön, dass man durchs Wasser laufen kann. Wo ist denn? Da, oh, ein Ring. Der Ring. So, oh, Leute. Hochzeit. Was ist denn da los? Wir haben ein schönes Item gefunden. Oh, jetzt schmeißt sie den weg. Ah, das ist die alte Story. Guck mal. Okay, okay. Deswegen ist der Ring da drin. Aber wer war das? War das die Frau von unserem hier, ne? Granddad oder so? Ich weiß es gar nicht. Drücke F, um den Ring zu nehmen. Ja.
Guten Morgen, ich heiße Elisa Gray. Sie sind vielleicht überrascht, dass ich den Schlüssel von Zimmer 203 in Ihrem schönen Hotel habe. Okay. Okay, wieso kann ich den Ring jetzt nicht nehmen? Drücke F, um den Ring zu nehmen. Ja, was mache ich denn? Ah, jetzt habe ich es. Okay. Oh, Level 4, Leute. Eieiei. Sehr gut. Qualitätsstufe 4. Und wir können das Zimmer 203 betreten, ne? Ist natürlich auch nice. Und wir müssen noch das Penthouse fertig machen. Verstanden. So, Miss Gray. Der Name erinnert mich irgendwie an irgendeinen komischen Film. Gut, sei es drum, Leute. Wir haben auf jeden Fall den Pool soweit fertig. Das haben wir fertig. Die Sauna ist fertig. Wir haben jetzt noch das Penthouse zu machen. Also hier haben wir die Sauna. Also hier, die läuft auch schon. Dann haben wir noch das Penthouse fertig zu machen. Und Zimmer 203. Was wir halt auch noch fertig machen müssen. Und wir haben, das Level Numero 4 freigeschaltet. Ist auf jeden Fall einiges. Das Penthouse ist, glaube ich, der Raum hier, ne? Ist auch ein sehr, sehr großer Raum. Da werden wir einige Folgen noch zu tun haben. Auch mit Terrasse und dies und das. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in der nächsten Folge weg von diesem Penthouse und werden einfach, wir machen mal zu hier, erstmal runterfahren, ne? Zu Zimmer 203. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.